Eine halbe Minute! Idziecie przed sobą. Dawaj, Magda, dawaj! Magda, dawaj! Opuszczasz, dajesz! No co jest? No co jest? 11, 14, 4, 8, 3, 4, 8, 4, nochmal. Start nochmal. Mama, no mógł mi powiedział, gdzie mam biec i myślę. Tak to wyglądało. Ja na pewno to drugi kierunek. On powiedział mi tutaj i jechał za mną. Już tak mi się podoba. Widziałem Janka? Panie jeszcze nawet
Gut, Opa! Seid ihr weg? 17:35! Willst du einfach nochmal mitnehmen? Das ist schon da. Jawohl, bis hierher! 4, 9, 8, 20, 28. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum Sachsenhausen-Gedenklauf hier am Faulen See in Schwerin. Bei mir steht Dietmar Büch vom Fünf-Seen-Lauf-Sportverein hier in Schwerin, stellvertretender Vorsitzender. Und wir haben viele Läufer hier heute versammelt. Was passiert hier heute? Hier findet heute der 45. Sachsenhausen-Gedenklauf statt. Das ist der älteste Volkslauf in Mecklenburg-Vorpommern. Und wir organisieren als Verein diesen Lauf seit 12 Jahren. Vorher war der Sportclub Traktor dafür zuständig. Und Sachsenhausen-Gedenklauf, wir sind hier in Schwerin. Warum Sachsenhausen? Vor den Toren Schwerins endete vor 65 Jahren, 1945, der Todesmarsch der Häftlinge von Sachsenhausen. An der Fähre wurde dieser Todesmarsch beendet, indem von der Stadtseite her die Amerikaner Schwerin besetzten und von der anderen Seite her die Russen den Störkanal erreichten und damit den Leidensweg der Häftlinge ein Ende setzten. So, heute hier sind mehrere Läufer am Start. Wie viele Läufer sind hier, beziehungsweise was wird gelaufen? Es sind rund 100 Läufer hier. Das ist eine kleine, gemütliche Veranstaltung, die aber, wie gesagt, seit 45 Jahren stattfindet. Es werden 20 Kilometer, 10 Kilometer und 2 Kilometer gelaufen. Die 2-Kilometer-Läufer sind schon im Ziel und die 20 und 10-Kilometer-Läufer sind auf der Strecke und werden uns in Kürze hier im Ziel dann begrüßen können. Ja, vielen Dank, dass Sie für uns für das Interview bereitgestanden haben und Ihnen noch viel Spaß beim Sachsenhausen-Gedenklauf.